Okay. Sehr verehrte Damen und Herren, guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich ganz besonders eigentlich, während dieser Saison mit dem Hessischen Rundfunkorchester meine Artist in Residenz zu haben. Das ist fantastisch, eine große Ehre für mich, mit einer der besten Orchester der Welt so zusammenzuarbeiten. Ich bin sehr dankbar. Heute Abend ist ein Konzert in drei Teilen. Ich werde meine eigenen Kompositionen Ihnen ein bisschen erzählen, worum es geht, jedes Mal. Und nach dem Ney-Konzerto und dritte Symphonie gibt es eine Pause und dann spiele ich ein Klaviersolo, halbe Stunde, Beethoven und Chopin. Und dann nach der Pause kommt im dritten Teil Istanbul-Symphonie. So, unser erstes Stück heute Abend ist ein Konzerto für Ney-Flöte und Orchester. Und das hat einen Namen, Hezarfen. Die erste Frage ist, was ist Hezarfen? Hezarfen Ahmet Çelebi ist der erste fliegende Mensch der Welt. Im Jahre 632 hat er diesen Versuch gemacht, erfolgreiche. Von dem Galata-Turm in europäischer Seite in Istanbul zu dem asiatischen Seite über den Bosporus, über 4 Kilometer, hat er mit selbstgemachten Winkeln geflogen. So, ich wollte über diese mutige, junge Wissenschaftler ein Stück schreiben. Erster Satz, es ist ein Stück 20, 25 Minuten und gebunden. Also 4 Sätze, aber wir machen immer Attacca. Im ersten Satz, wir sind an dem Tag, 17. Jahrhundert in Istanbul. Zweiter Satz, er klettert zum Galata-Turm und da ist natürlich sehr viele Leute, die wollen diese Show sehen. Dritter Satz ist der Flug, dieses merkwürdige Gefühl, über den Bosporus zu fliegen als erster Mensch. Und vierter Satz, nachdem er gelandet hat, man hat ihn als einen gefährlichen Mann empfunden. Und man hat ihn sofort in Algerien zum Exil gebracht und er ist auch dort gestorben im jungen Alter. So, dieser gefährliche Mann, der geflogen hat, ich habe das Konzert für Ney-Flöte gespielt. Das ist eine Bambusflöte, ein typisches türkisches, sehr altes Instrument. Nicht nur türkisch, auch ganz im Nahen Osten, Iran, Arabien und so, die wird benutzt. Das ist das allererste Ney-Konzerto für Ney-Flöte und Orchester. Burcu Karada, unsere Solistin, einer der allerbesten Ney-Spieler, unser Gebiet. Und natürlich Ney wird immer mit Perkussion, vor allem Kudim, das ist diese kleine Timpanis, türkische Timpanis da, immer in Begleitung wird das gespielt. Aykut Köselerli ist unser Perkussionsolist. Er spielt auch andere Instrumente. In diesem Stück gibt es mehrere neue Instrumente, Sie werden es sehen. Es sind Glocken, Röhren oder während der Hezarfen fliegt, kommt vier, fünf Möwen zu ihm. Das sind unsere Bratschengruppe, die Möwen spielen und so. Also, viel Spaß beim Hören.
Thank you.